Sex? Immer. In der letzten Folge. Zirp, zirp, zirp. Ja, pass auf. Ich gebe dir einen Hint. Ich gebe dir einen Hint und du kannst dann ergänzen. Also, das ist jetzt eine Szene, die so hätte stattfinden können in der Zeit, die wir übersprungen haben. Also, warte. Oh, ja, Kamal, spuck mir ins Gesicht, wie ich David mit dieser Handlung metaphorisch ins Gesicht spucke. Oh. Das ist niemals passiert, das ist Spielleiter wirklich, sowas gab's nie. Nein, nein. Das gab's nie, ja. Na, aber wie hast du denn, erzähl doch mal letzte Folge, was da los war. Ich wurde ja gewarnt, dass mir eine mir persönlich sehr anvertraute und sehr, sehr, sehr liebe Person mir hinterrücks wissentlich oder unwissentlich ein Schwert beziehungsweise ein, ja, noch größerer Gegenstand in den Rückenrahmen wird und es dauert. Backstab und Ballista. Genau das. Nun, das habe ich ja nie geglaubt und dann kommt Kamal aus dem Bett meiner tollen Mitbewohnerin. Und vermutlich wurde sie quasi durch einen Zaubertrank dazu gezwungen, aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht auch nicht, aber das ist mir egal. Ja. Sie muss, ich traue ihnen alles Böse zu, dementsprechend wird er sie wohl eigentlich vergewaltigen gerade. Ja, das ist jetzt, ja gut, ja. Ja, klar, ja, doch, kann man so sagen. Ja. Hm. Tja, na dann. Ist ja wieder, sind wir wieder auf dem alten Stand angelangt. Viel Spaß und bleibt geil. So. Jo. War ja nicht die schönste Nacht, ne? Das weißt du noch. Den Teil hatten wir jetzt nämlich vielleicht im Intro ausgelassen. Na, die ganze Sache mit Ronald und dann. Du weißt schon, habt ihr durchs Fenster geguckt und es ist nie gut aus dem Fenster zu gucken, da sieht man fremde Menschen. Ist dir das entfallen? Naja, das mit Ronalds kleinen Eskapaden an seinem Körper? Ja, und danach, da hast du ja mit Sophie durchs Fenster geglupscht und gesehen, dass dein Stein. Ach, die Reaktion hier. Und deswegen war es ja auch nicht die schönste Nacht. Albträume tatsächlich. Schlimmste Natur. Ja, die habe ich ja. Das ist immer schön, nicht so schön. Passiert da eigentlich schlimmes Zeug, wenn ich Albträume habe? Sie sind nicht stark genug. Wenn, dann spiele ich das aus und dann passiert unter Umständen schlimmes Zeug. Okay. Du wirst dich früh ein bisschen erschöpfter fühlen, aber du hast auch keine genaue Erinnerung daran. Also, so wie wenn du jetzt wirklich einen Albtraum hast, an den du früh nicht wirklich Erinnerung hast. Ja, ist klar. Ist ja kacke. Wollen wir das so machen, weil wir das ja letztes Mal noch am Ende Outgame besprochen haben, dass ihr euch Ingame darüber unterhaltet hattet, über das Schmieden. Dann können sie das nämlich jetzt machen, da kann ich ja ein paar Infos zu geben. Das ist auch gut. Dann mache ich mich mal schlau, wie ich das denn mache. Also ich würde also quasi durchaus auch in die. Wir haben ja eine Bibliothek. Ja. Da gibt es mit Sicherheit auch How-To, also so Bücher von Schmiedemeister zu Schmiedemeister quasi. Ja. Und das ist gut. Ich versuche mir mal Lehrmaterial zu besorgen. Also du kannst nur dort lesen, aber ja, du kannst dort lesen, ist kein Ding. Ja, ja. Ne, so. Hast du diesen Skill namens Recherche? Ja, aber nicht gut. Null. Hast einen Wurf von minus 1. Ja, ja, vielleicht kriege ich ja Hilfe, wenn ich da nichts finde, Vernünftiges. Du wirst auch ohne was zu würfeln was finden, nur weißt du, passt schon. Das Schmieden an sich. Ich meine, du hast Metallarbeiten, du hast bisher noch kein Metall irgendwie eingegossen und dann irgendwie in eine Form gepresst und all das. Das ist aber ein Prozess, den du autodidaktisch erlernen kannst, wie das Nähen auch. Und du hast ja nun mal schon Umgang mit Metall, kannst du. Das heißt, es wird ein paar Anläufe brauchen, aber irgendwann wirst du es hinkriegen. Du liest nämlich auch, dass die meisten chimärischen Metalle, vor allen Dingen, wenn die schon leicht verzaubert waren in irgendeiner Form, dass du beim Schmiedeprozess nichts verlieren kannst. Also du kannst nichts versauen, du hast keine Rohlinge, die dann irgendwie scheiße sind und wo du alles wegschmeißen kannst. Du kannst alles wieder einschmelzen und das ist genauso gut wie vorher, solange du es nicht verunreinigst. Das finde ich gut. Genau. Also das braucht Anläufe.
wenn du etwas schmiedest wie ein Schwertchen für dich, dann hast du nur folgendes Problem. Du hast dann ein chimärisches Schwert, was für dich tödlich und für andere Feen tödlich ist und für Chimären auch. Also nicht tödlich im Sinne von, die sterben dann, aber wenn du eine Fee damit tötest, ist die eine gewisse Zeit im Koma, erwacht dann wieder und ist wütend auf dich. Unter Umständen kommt der Graf und haut dir aufs Maul. Dieses Schwert ist unsichtbar und für die Menschen nicht existent. Wenn du es also am Gürtel trägst, jetzt mal so rein pro forma oder in einer Scheide, und du setzt dich damit in die Bahn, ist es für dich ja trotzdem real. Das heißt, du kannst dich damit nicht hinsetzen, es sei denn, du legst es irgendwie auf deinen Schoß. Ergo legst du einen unsichtbaren Gegenstand auf deinen Schoß, was Menschen verwundert. Wenn die zu banal sind, kann es sein, dass das Schwert dadurch schon leichten Schaden nimmt. Wenn du mit einem unsichtbaren Gegenstand ein Fechterchen gegen eine unsichtbare Chimäre für Menschen ausfechtest halt, dann kann es sein, dass dein Schwert, wenn jemand vorbeikommt und dumm guckt, kaputt geht. Es gibt eine Technik, solche chimärischen Gegenstände an mundane Gegenstände zu binden. Das macht den mundanen Gegenstand so gut wie unzerstörbar. Also nehmen wir mal an, ein Messerchen, ein Küchenmesserchen. Du bindest das Schwert daran, das Messerchen wird so gut wie unzerstörbar und wenn sich dann jemand wundert, dann wundert er sich niemals stark genug, außer er ist Herbstvolk, als dass dein Schwert Schaden nehmen kann. Das heißt, du machst es damit halt ziemlich widerstandsfähig gegen Banalität. Aber wie das geht, steht in dem Buch auf jeden Fall nicht. Das finde ich interessant. Da würde ich Leute zu befragen mit Sicherheit irgendwann. Aber erstmal möchte ich generell meine Schmiedekunst generell mit dem Zeug verbessern. Ja, da gibt's ein paar grobe und weniger grobe Beschreibungen. Da musst du irgendwann noch mal genauer nachgucken. Oder die jemanden, der Bibliothekar ist gerade zwar da, aber sortiert Bücher. Und falls du dich an den erinnerst, wenn der Bücher sortiert, dann redet er erst mit jemandem, wenn der fertig ist. Irgendwann kann er dich auf ein paar sinnvollere Werke verweisen, aber offenbar gerade nicht. Das ist ja in Ordnung. Ich habe auf meinem Charakterblatt stehen, dass wenn ich ganz der awesome Typ bin, könnte ich eventuell irgendwann Material einsparen. Klappt das auch damit? Naja, du weißt schon, dass es nur gilt, wenn du danach nichts mehr übrig hast und die Rüstung reicht für mehr. Also quasi, wenn ich, Das klappt, wenn es genau reichen würde, sparst du dann, was war es, ein Drittel oder sowas ein. Mhm. Wenn du mehr übrig hast, dann geht das nicht. Ja, aber ich meine jetzt, wenn ich quasi damit rechnen könnte, dass sie genau aufgeht, wenn ich dann quasi... Ja. Ne? Dann wenn du theoretisch die ganze Rüstung einschmelzen und verbrauchen würdest, hättest du dann ein Drittel übrig, plötzlich irgendwoher. Aber naja, bisher reicht das auf jeden Fall nicht. Mhm. Alles klar. Sophie. Die ist noch. Die ist noch, na dann nicht. David. Ja. Punkt. Hm? Nichts. Ach so. Muss ich noch irgendwie meine Werkstatt unten aufbessern? Oder ist da alles drin? Ich sag mal so, wenn du jetzt zurück aus der Bibliothek gehst, mit dem bisschen bewaffnet, was du erstmal hast, und in deiner Werkstatt guckst und dich umsiehst, dann ist da eine kleine Ecke, die dir nie vorher aufgefallen ist, die sich als etwas größere Ecke herausstellt, aber nur wenn du reingehst. Das heißt, wie immer, er ist größer, als er aussieht. Und dort findest du einen Amboss und ein richtig geiles, heißes Feuer mit einem schönen Blasebalg und allem. Und auch eine kleine Wasserquelle. Obwohl, eine Wasserquelle musst du auch sonst irgendwo haben, wo du halt dann, ne? Alles, was du brauchst, findest du im Wesentlichen. Perfekt. Solange du nicht Eisen oder Metallträger für Häuser bauen willst, sollte das alles reichen. Oder eine Fassung für einen Tribok, da müsste man nochmal drüber reden. Und mit drüber reden meine ich, dann sage ich nein.
Die Fassung für einen Triebwerk ist auch gar nicht so schwierig. Ist aber groß. Jetzt kann man den einfach Okay, bevor wir uns... Du kannst keine Kirchenglocke schmieden, okay? Oder gießen ist es ja dann auch eher. Ja, siehst du, und deswegen kannst du keine Kirchenglocke schmieden. Das ist eine logisch wahre Aussage und wir halten uns dran. Alles klar, kann ich sie gießen? Nein, es wird also wieder einer dieser Spieleabende. 48.000 Mal, das ist ein neuer, ey. Alles klar. Ja, dann, also wenn ich aus der Bibliothek wiederkomme, dann verkrieche ich mich unten in mein Zimmer und versuche mal ein bisschen rumzuwerkeln. Das Ganze hinkriege. Wenn ich runterkomme, das tolle Siegel an dem Haus, an dem Eingang ist quasi noch drin, oder? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du wieder runtergehst, ne? Mhm. Ist noch da. Schön. Ich gehe langsam die Treppe runter, leise. Und dann ganz schnell in mein Zimmer. Das ist eine vernünftige Entscheidung. Ja. Yeah. Dein erster Anlauf sieht schon gar nicht schlecht aus. Also, das ist jetzt noch nichts, was irgendwie zu was zu gebrauchen ist, aber der erste Anlauf sieht nicht schlecht aus. Ich meine, man kriegt ja intuitiv wieder ein paar Sachen von früher mit, die man offenbar gemacht hat. Und naja, als alter, ehemaliger Halbdugel wirst du schon mit Metall umzugehen wissen. Ich bin mit der Entmachtung immer noch nicht sehr zufrieden. Du warst nie ein Dugel. Du warst nur ein Diener auf dem Weg, fast einer zu werden. Aber zu einer Zeit, wo das undenkbar war. Sag ich dazu. Das ist vernünftig. Quasi bin ich Dugel. Fast schon persönlich. Aber das wissen die halt nicht, weil die, ne, die haben halt Angst vor mir. Deswegen wollen die mich entmachten. Halt. Also gut, du hockst eine ganze Weile in deinem Zimmerchen. Also und probierst aus in deiner Werkstatt eher. Das ist auch alles okay. Du wirst irgendwann, ich meine, es ist nicht eine Arbeit, die entspannt ist. Sehr anstrengend. Und irgendwann muss man auch wieder was essen zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Das heißt, du wirst dann wieder nach oben gehen. Vor eurer Tür sitzt ein Satyr. Also der sitzt eher auf dem Absatz zur Tür zu den Nachbarn und stiert auf eben eure mit so einem Pergament in der Hand. Also er scheint nichts zu bemerken außer eurer Tür. Okay, ich stelle mich mal kurz zwischen ihm und die Tür. Na, da bist du endlich! Er haut sie das Ding auf die Brust, also das Pergament. Das unterschreibst du besser bis heute Abend, oder es gibt Entsatz heiße Ohren, du Ficker. Und dann geht er nach unten. Was steht da drauf? Ja, das sind verschiedene Zeichen, die du nicht entziffern kannst. Das ganze Ding ist voll, in kleinster Schrift. Offenbar haben da, das sieht man zumindest, dass da an verschiedenen Arten von Tinten und an verschiedenen Schreibformen, dass da verschiedene Leute dran gesessen haben müssen. Okay. Das war mein lieber Verbieter. Ja, ja. Dann gehe ich postwendend runter. Also hinter ihm her. Mhm. Weil, ja, ich guck mir das an und der ist ja wahrscheinlich noch auf der Treppe. Ey. Ja, ja. Was? Was steht denn da? Oh, das wirst du schon lesen können. Streng dich halt mal an, find eine Lösung. Du kannst ja auch nicht vorlesen. Okay. Jetzt nerv mich nicht. Alles klar, ich guck, also ich geh nach oben, guck mir das nochmal an. Dieses er sagt blöde noch Ding. Quasi, wenn du auf Albert Reihe bist. Bis heute Abend! Ja, ja. Ich geh nach oben in die Wohnung. Mhm. Sophie wird jetzt vermutlich auch nachmittags stücken. Auch nochmal für dich. Auch du hattest echt beschissene Träume. Okay. Warum? Na, wegen des Typen, der Davids Traumstein genommen hat. Ah.
Mein Traumstein. Ja, sie sitzt in der Küche, wenn du vorbeigehst. Ja, wenn ich vorbeigehe, siehst du halt, dass ich übelst angestrengt aussehe, dass ich den ganzen Tag hinter der Esse gesessen. Verschwitzt. Ja, aber völlig. Ich bin ja nur ein paar Stunden weg gewesen, also. Essen! Hä? Essen ist gut. Fühl dich eingeladen zu speisen. Dankeschön. Kannst du und das hier zu trinken. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube nicht, ne? Ich vergesse das immer. Was wolltest du sagen? Was hast du da? Das ist ein Zettel und ich weiß nicht, was draufsteht. Kannst du das lesen? Ich kann es versuchen. Dann tu das mal. Das Orakel versucht zu lesen. Geistesschärfe 4? Ja. Du weißt schon, dass sich das ein Glimmer kostet. Nö, ich wusste nicht, dass das so teuer ist. Sinnlos eigentlich, aber gut. Es kostet nur nichts, wenn, warte. Scheiße, wenn es sich um eine Botschaft in Geheimschrift handelt, können wir das als Geheimschrift klassifizieren? Möglich. Leider nicht. Unverschämtheit. Aber ich meine, du warst ja fast voll, also. War ich das? Na, du hattest ein bisschen bei den Polizisten gelitten, aber auf der Reise, ja. Du wärst jetzt, wenn du das abziehst, bei 9. Bei 8. Okay, na dann ist das. Beziehungsweise okay. Sie schaut David erstmal an. Was soll das denn überhaupt sein? Ist das jetzt wichtig oder ist das egal? Oder? Ich soll das bis heute Abend unterschrieben haben. Sagt wer? Unser Vermieter. Aha. Sie investiert in Glamour. Er hat mir nicht mal gesagt, was es ist. Das klingt nach ihm. Mhm. Also ich meine, wenn du mir ein richtig cooles Schelmenspiel abliefern würdest, würde ich dir einen Glamour schenken. Dann kannst du auch gleich mal Daddy zeigen, was ein Schelmenspiel wäre. Ging das auch mit Hilfsmitteln? Klar, umso besser. Okay, dann nimmt sie sich ein Schnapsglas. Ja. Und klemmt es, kennst du das, wenn sich jemand so ein Glas, so wie so ein Monokel in die Augenhöhle dingst? Mhm. So, das tut sie, dann beugt sie sich darüber. Quasi so Juwelier-Style. Genau, und stellt es ein wenig ein. Die Einstellung, die hat's gebracht. Na gut, das kann ich durchgehen lassen. Also Daddy, ich wollte hier ein Schelmenspiel wieder einbringen, wenn du eine Kunst benutzt und eine auffällige und kreative Handlung dazu machst, die irgendwas mit der Kunst zu tun hat, dann kriegst du meistens ein paar Bonuswürfel oder ein Glamour-Punkt weniger, den er bezahlen muss, je nachdem, was mein Penis gerade sagt. Finde ich in Ordnung. Sehr gut. Also, was da steht. Es handelt sich um eine Sprache, die man nicht eins zu eins besonders gut übersetzen kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht genau aufschreiben wollte. Sondern das ist halt nicht so leicht. Also. Im Wesentlichen aber die Übersetzung lautet und im Wesentlichen heißt, du hast jede Zelle der Information dort erfasst. Das ist eine Art Erbschwur, der besagt, dass nach dem Tod von Roland einem Menschen oder Roland einer Fee, bis zum Tode von David einem Menschen oder David einer Fee, dass das Haus auf ihn, also dass er das Haus erbt, dass er keinen Gewinn aus dem Haus ziehen kann, kein Fleisch, kein Gold, kein Reichtum, nur das Glücksgefühl quasi, dem Haus Ehre zu tun und den Bewohnern zu helfen, wo er kann. Dann wäre er dazu verpflichtet, Mensch, Vieh und Feen, also alle Bewohner zu wahren, die dort halt leben. Er genießt den Schutz des Hauses, insbesondere vor der Seelenversteinerung, wenn er sich um Weltliches kümmert, was das Haus betrifft, also Verwaltung.
Er ist verpflichtet, Brücken zu stärken und er muss über die Herdflamme wachen und den Basiliskenblick fernhalten. Außerdem ist er verpflichtet. Herdflamme? Das ist doch gar kein, ist doch gar keine Freistadt. Stimmt. Nee, über... Das ist tatsächlich wahr. Er muss über die Grundsteine wachen und den Basiliskenblick fernhalten. Und er muss rechtzeitig das Erbe weitergeben oder das Haus ist verloren, sowie alle, die darin leben. Und ganz unten, weil das haben verschiedene Leute zusammengetragen und da sind auch Sachen durchgestrichen und abgeändert, offenbar, um Sprache anzupassen. Ganz unten steht noch frisch hinzugefügt, er ist verpflichtet, einen, den dämlichen Streit mit irgendwelchen Türen zu begraben. Sophie wird ihm das übersetzen. Und das mit den Türen, betont sie. Meint dann, ach ja, übrigens bist du verpflichtet, diesen saudämlichen Streit mit diesen Türen zu begraben. Das ist ja gut. Da sind viele Ausrufungszeichen hinter. Begraben heißt auch, ich kann die Tür begraben, die eine, die mir auf den Sack geht. Möchtest du, dass dieses Pergament vor deinen Augen verpufft? Möchtest du, dass dieses Haus in sich zusammenstürzt? Wähle deine Worte weise, junger Freund. Nee, man kann einen Streit auf die eine oder andere... Wähle Seite. Deine Worte weise vor diesem Pergament. Und diskutier nicht mit mir, sondern vielleicht mit deinem Vermieter. Oder mit dem Pergament. Auf die Gefahr hin, dass es dir nicht antwortet, sondern vielleicht einfach zu Staub zerfällt. Aber die Tür ist kacke. Wie verträgt man sich denn mit einer Tür? Einer so schnippigen Tür? Indem man sagt, nichts für ungut meiner. Ja, ist klar. In welcher Sprache und wie muss ich das unterschreiben? Ich nehme mal einen einfach so. Alles klar. Wo sind die Grundsteine? Was? Nee, ich muss auf die Grundsteine aufpassen. Wo sind die Grundsteine? Du musst auf das Haus aufpassen. Ja, das ist klar, aber... Du solltest vielleicht keine Abrissbirne herholen. Ich glaube, das besagt das im Wesentlichen. Hm, okay. Also unterschreibt David das? Dann werde ich das Ding unterschreiben. Okay. Und nein, das Pergament hat nicht so gelacht, obwohl es sehr schön wäre. Ja, das ist richtig. Alles klar. Das gilt quasi, sobald ihr, ne? Ja. Ich will nicht, dass er stirbt. Übrigens, wenn du es unterschreibst, wird deine Unterschrift danach übersetzt in die alte Sprache. Oh. Faszinierend. Dann geh dich mal mit der Tür aussöhnen. Hm. Und spar die dummen Kommentare. Das hilft nicht beim Aussöhnen. Ja, ich weiß. Hm. Ja, ich unterschreibe das und bring das nach unten. Also er ist jetzt auf jeden Fall nicht zu Hause, aber du kannst es ihm in den Briefkasten werfen und er hat auch so einen Türschlitz-Briefkasten zusätzlich. Ja, dann kommt das an den Türschlitz-Briefkasten. Geil. Ne, direkt in seine Wohnung quasi. Ich frage übrigens vorher die Tür, ob ich das machen darf. Keine Antwort. Perfekt, dann mach ich das einfach. Vergewaltigung. Wichtig. Ich meine ja nur. Ohne Scheiß, Mann! Wenn ich... Die Tür sagt nichts dazu, das war ein Outgame-Kommentar. Alles klar.
Wenn ich jetzt schon die nächste Schreibe in der Tür anfange, dann drehe ich hier am Rad. Dann ist dieses Haus bald kaputt. Wenn ich an der Tür unten vorbeikomme, also hier quasi die Hauseingangstür, dann zittert sie leicht. Ich würde meine Hand auf sie legen. Wollen wir Frieden schließen? Es ist ja nicht so, als hätte ich eine große Wahl. Du hast ja deine große Schwester geholt. Was hat sie dir angedroht? Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Okay, sollte sie nochmal kommen und ihr nochmal drum, sagt mir Bescheid. Wir sollten vielleicht wirklich eine Allianz schmieden. Alles klar. Ich werde dir nicht mehr ins Gesicht wischen und dich schneller hereinlassen und du bewahrst mich. Das finde ich sehr gut. Deal. Auch vor Betrunkenen, die ewig den Schlüssel nicht reinkriegen. Wie die da unten immer rummehren, das ist einfach peinlich und tut auch ein bisschen weh. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Auch du, wenn du betrunken bist, pass lieber auf. Das verspreche ich dir. Und das Zimbitzchen, das bei dir wohnt. Was ist mit ihr? Ja, die soll auch aufpassen. Ach so, natürlich, das sage ich dir. Na gut. Dann Frieden. Bitte? Dann Frieden. Dann Frieden. Sehr schön. Freue ich mich aber. Dann kann ich noch etwas für dich tun. Nein, danke. Ich fühle mich wohl. Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ja, ich gehe noch um. Gehe dann direkt wieder in die Küche, wo ja quasi wahrscheinlich sie noch sitzt. Ja. Also. Ich habe eine wichtige Bitte an dich. Solltest du betrunken sein oder sonst irgendwie hinderlich, steck bitte vorsichtig deinen Schlüssel in das Schlüsselloch der Haustür. Sie empfindet das als nicht angenehm, wenn man da immer... Das weiß ich. Diese Diskussion hatten wir auch schon, aber das Problem ist, wenn ich betrunken bin, dann ist das schwierig. Dann trink aber halt nicht so viel. Bitte was? Mein Frieden mit ihr hängt davon ab, dass wir uns alle ein bisschen benehmen. Ich werde mich selbstverständlich bemühen. Ich glaube, ich habe mich auch schon sehr gebessert im Umgang mit dieser Tür. Ich habe letztens mit ihr zusammen Tee getrunken. Es war sehr spaßig. Interessant. Wie hast du mit ihr Tee getrunken? Ich habe auf der Eingangsstufe gesessen, Tee getrunken und mit ihr geredet. Das ist eine gute Idee. Wollte ich vielleicht auch einmal tun. Aber erst, wenn sie da wieder ein bisschen wärmer ist. Ja. Das ist gut. Und dann ist nämlich mein Kriegsbeil mit ihr jetzt begraben. Das ist sehr... Finde ich gut. Ja, Einheit im Haus ist doch schön. Also wenn das mal bald mein Haus ist. Muhaha, dann kann ich jetzt sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Das könntest du sagen. Dann sage ich, okay, dann suche ich mir halt einen anderen Tisch. Ja. Aber es wäre doof. Das stimmt. Aber dann fang nicht mit solchen Leiern an. Nee, aber das ist aber... Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst,
trinkst du gefälligst mit mir noch eine Tasse Tee jetzt. Los jetzt. Okay. Na guck, siehst, geht ganz einfach. Irgendwie muss ich ja meine Macht ausnutzen. Muhaha. Was ich allerdings vertraglich nicht darf. Hm. Schlimm sowas. Er ist übrigens nicht da gewesen. Ich glaube, er will nicht mit mir reden. Ach, der kriegt sich schon wieder ein. Ich hoffe. Heute ist er beleidigt, morgen fällt er dir um den Hals, heute sucht er seine Axt, morgen weckt er dich mitten in der Nacht wegen seiner Unterhose. Und? Er ist wankelmütig. Das ist normal bei ihm, glaube ich. Ja, deshalb nicht, das war alles, deswegen meinte ich, er beruhigt sich bestimmt wieder. Na, ich glaube, er hat ein bisschen Kummer, weil er bald sterben wird. Meinst du? Mhm. Sonst würde er solche Sachen nicht tun, die er hier tut. Zum Beispiel das Haus rechtzeitig übergeben. Ja, aber was ist rechtzeitig, weißt du? Naja, rechtzeitig bedeutet halt demnächst, wie du mir behauptest. Das geht ihm, glaube ich, gar nicht gut. Ich glaube, rechtzeitig kann auch bedeuten, er ist jetzt an einem Punkt, an dem ihm der Kontakt mit den falschen Leuten vielleicht zu einem Problem führen wird und deshalb macht er das jetzt. Wenn er Glück hat, geht das aber noch ein paar Jahre gut. Ich habe das irgendwie im Blut, dass das nicht so wird. Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch keine Lust mehr darüber Gedanken zu machen. Irgendwie. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich habe irgendwie die dunkle Vermutung, dass ich es noch rechtzeitig genug mitbekommen werde. Wenn ich Pech habe vor ihm. Und ehrlich gesagt, freue ich mich darüber, dass das jetzt gerade noch nicht so ist. Warum denkst du denn, dass er das vor ihm weiß? Keine Ahnung. Weil ich auch wusste, dass Thorald gehen würde, auch wenn man mir das nicht geglaubt hat und all solche Dinge. Und irgendwie... Keine Ahnung. Nennt man mich vielleicht nicht umsonst das Orakel des Verderbens. Jedem seine Prophezeiungen und ich fürchte, mir werden eher die dunklen Prophezeiungen zugetragen. Okay, natürlich kacke. Aber gut, das ist halt irgendwie. Kriegst du von anderen Leuten auch mit, dass du sterben? Oder nur von Leuten, die du wirklich so näher kennst? Oder beziehungsweise nicht sterben, sondern einfach verschwinden? Weiß ich nicht. Noch nicht. Ich habe manchmal. Ja, manchmal, wenn ich irgendwo sitze und vielleicht mal was zeichne oder sowas, dann kann es sein, dass da auch was, weiß ich nicht, was drinsteckt und ich krieg's mit. Tim zum Beispiel. Ja, seine Miene verfinstert sich rapide. Tut mir leid. Hm, was? Ich hab mich entschuldigt. Alles gut. Wirklich? Mhm. Okay. Naja, und ich kenne die Leute dann nicht. Es ist teilweise so, dass ich es nicht zuordnen kann. Das sind irgendwelche Leute. Ich muss sie nicht kennen. Manchmal habe ich sie dann nochmal auf der Straße gesehen, aber... Ich glaube, dass das dann meistens Träumer sind oder sowas. Naja. Oder Feen von irgendwo. Oder Chimären.
klingt irgendwie kacke. Einerseits schon, aber andererseits, ich weiß nicht. Ich kenn's nicht anders. Also doch, aber ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Es fühlt sich nicht falsch an. Es fühlt sich so an, wie dass es einfach dazugehört oder zu mir gehört. Verstehe. Und die meisten Feen kriegen ein neues Leben. Also insofern ist es nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Nur, soll ich sie deshalb suchen gehen und ihnen das sagen? Wollen sie das wirklich wissen? Würdest du das wissen wollen? Ich nicht. Kannst du es vielleicht manchmal verhindern? Das ist die andere Frage. Jein. Ja, das wäre mal interessant. Ist das Schicksal schon vorbestimmt oder kannst du es halt, ist das eine Möglichkeit, die existiert, wie du siehst? Nochmal bitte, ich habe gerade mein Mikro aus Versehen leise gemacht. Ist das nur eine Möglichkeit oder ist es halt das, was passiert und was der Traum, also was, ne, was feststeht? Also kannst du es vielleicht verhindern, wenn du es weißt und uns sagst? Ja, jein. Oder, ja, ist es eben. Oder ist es halt festgeschrieben? Das ist halt. Also, ich weiß nicht alles. Jetzt, im Moment. Es ist mehr so eine intuitive Sache, die ich dir gerade sage, aber es gibt verschiedene Arten davon. Es ist das, was ich sehe, ist das, was am wahrscheinlichsten eintreffen wird. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Es lässt sich ändern, wie es dann ausgeht oder ob es vielleicht schlimmer wird oder vielleicht auch besser, das ist nicht klar. Es gibt aber bestimmte Dinge, die, und das merke ich aber meistens, fast unabänderlich sind. Es gibt Punkte, die, oder bestimmte Ereignisse, die sich verhindern lassen, aber das ist extrem schwer oder fast unmöglich. Und erfordert vielleicht extrem große Opfer. Und dann ist halt die Frage, ob man das will oder nicht. Und ich glaube, so ungefähr ist das. Aber es ist halt, wie gesagt, auch eher so ein Gefühl, was ich dir jetzt sage. Nicht dass ich es wirklich genau wüsste. Ich denke schon, dass sich das mitunter verhindern ließe, aber ich sag mal, das mit dem Wanst habe ich nicht verhindern können, auch wenn ich Bescheid gesagt habe. Und es ist nicht immer so klar, was dann passiert, weißt du, sondern nur, dass etwas passiert. Ich wusste auch nicht genau, was genau mit dem Wanst passieren würde. Ich wusste nur, dass es für ihn schlimm wird. Oder dass es ihn bricht. Ich wusste aber nicht, wie. Okay. Deswegen ist es schwer, etwas zu verhindern. Und deswegen bin ich auch sehr zurückhaltend mit dem, was ich den Leuten sage. Es sei denn, es erscheint mir wirklich wichtig, wie mit dem Rat. Aber ich weiß nicht. Selbst wenn ich sehen würde, wann Roland endet oder wie, würde ich es ihm nicht sagen, glaube ich, weil er das nicht wissen muss. Vielleicht.
Oder je nachdem, vielleicht gebe ich ihm auch noch die Chance, sich vom Leben zu verabschieden. Das weiß ich nicht. Aber es ist. Vielleicht bei ihm würde ich es vielleicht sogar tun. Aber bei den meisten nicht. Und Thorald ist auch tot? Oder ist er einfach nur... Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder nicht. Ich wusste nur, dass er geht, aber nicht wohin oder was mit ihm dann passieren würde. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Warum fragst du? Naja, es wäre schön, wenn er nicht tot wäre. Du wirst es nie erfahren. Vielleicht. Naja, vielleicht kommt er einfach wieder. Vielleicht kommt er einfach wieder. Vielleicht aber auch nicht. Eben, was Vielleicht wäre mit dem... beendet er sein Leben dort und würde aber es ganz normal beenden. Du würdest es nie wissen. Für dich ist das kein Unterschied, oder? Du weißt, dass er tot ist oder lebt, wenn du ohnehin nicht mehr mit ihm sprechen kannst. Er kommt wieder. Das stimmt. Hoffentlich, jedenfalls. Warum Das sollte weiß er man ja heute nicht? anscheinend auch nicht mehr so wirklich. Das ist Quatsch. Wieso sollte er nicht? Der Traum wird immer schwächer, deswegen. Viele verschlieren sich da ja auch mittlerweile. Er wird nicht immer schwächer, er wird anders. Er ist schwächer im Gegensatz zu früher, aber er wird nicht noch schwächer. Er wird nur anders. Gut oder schlecht? Das kommt darauf an, wie sehr du dich darauf einlassen kannst. Ich bin ziemlich anpassungsfähig. Du wusstest das nicht. Ich meine jetzt gut oder schlecht. Verändert er sich zum Guten oder zum Schlechten? Der Traum ist der Traum. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Ja, wäre blöd, wenn er sich in Albträume verwandelt, weißt du? Nach dem, was wir gestern da so gesehen haben. Es gibt immer Träume und Albträume. Ja, ich meine, explizit auf das, was wir gestern gesehen haben. Das ist eine Facette, eine von vielen. Das ist nicht der Traum, das ist nur ein Teil davon. Ja, aber korrumpiert er vielleicht den Traum? Nein. Banalität korrumpiert den Traum. Der Traum selber wird nicht korrumpiert. Und der Albtraum gehört dazu. Er mag für uns gefährlich sein, aber gehört dazu. Genauso wie die Rotkörper zu den Feen gehört. Oder der Slur. Wandelnde Albträume. Ja, aber das scheint nicht wie ein Albtraum zu sein, der Typ, weißt du? Das ist so, der Typ, weiß nicht, es ist halt so, er macht irgendwas anders. Das ist mir suspekt. Eine Rotkappe, okay, Ja, die machen mir Angst. ich habe eine Ahnung, was du meinst. Ich weiß nicht, was mit dem ist oder was das ist anders. Da hast du recht. Ich weiß aber nicht wie. Es fühlt sich falsch an, aber das ich weiß aber nicht warum. Ja, das sollten wir auf jeden Fall irgendwie aufhalten. Ich weiß nur noch nicht. Außerdem hat er meinen Stein. Für meinen Stein da. Mal schauen. Nicht jetzt sofort, fürchte ich. Ja, das dafür sind wir noch ein bisschen zu jung. Vermutlich zu unwissend. Apropos unwissend und jung, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Darf Jedenfalls ich jetzt raus zum Spielen gehen, Daddy? nein. Ich muss nämlich erstmal dir erzählen, dass ich quasi mich ein bisschen schlau gemacht habe zum was das Schmieden angeht. Okay. Und ich habe schon mal ein bisschen damit angefangen, ein paar Experimente zu machen. Allerdings fehlt mir, und zwar, das ist ein bisschen bescheiden,
Die Möglichkeit, mein Teleskop kennst du ja. Ja. Dieses Teleskop, wenn man sich das anguckt, ist es ein Teleskop. Auch wenn ein Mensch das sieht, ist es ein Teleskop. Und das heißt, wenn sich ein blöder Herbstmensch sich das anguckt, ist das und bleibt das ein Teleskop. Es geht nicht kaputt. Nicht, jedenfalls nicht so einfach. Das funktioniert mit dem der Schwertrüstung noch nicht. Also mit dem Schwert noch nicht. Und ich möchte das gerne so absichern, dass wir das halt auch tragen können. Vernünftig. Dass es halt nicht so schnell kaputt geht. Okay, weißt du, wie das geht? Nee. Ich habe keine Ahnung. I see. Aber du kennst dich halt schon irgendwie ein bisschen besser mit dem ganzen Krams aus. Jedenfalls, wie man wieder auf die Schliche von den alten Wissen kommt. Hey, Sophie. Ich meine, du hast dich damit bisher nie beschäftigt, aber ich meine, du hast ja genug gelesen, dass immer mal so ein paar Seiteneinträge. Die das am ehesten können, sind natürlich von jeher die, die dazu gemacht wurden, also Nöcker. Und natürlich auch jene, deren, naja, Haus damit zu tun hat, also Dougal. Sicherlich auch andere, aber das sind so die, die am ehesten in Frage kommen. Naja, also ich sag mal so, also die Nöcker, ne? Ja, aber wenn die... Und es gibt Schwert, ja auch ein paar nette. Aber wenn die versuchen jetzt, wenn die versuchen, Schwert zu machen, dann geht das, dann knickt das ab, wenn ich das erstmal damit zuhaue. Ja, aber die sollen ja nicht das Schwert machen, sondern dir vielleicht einfach nur helfen, es irgendwie, keine Ahnung... Dem... Mir beibringen, wie das geht, meinst du? Ja. Weil gemacht habe ich das schon mal selbst. Man sieht mein tolles Fernglas. Ich habe das schon mal geschafft. Ich kann das. Oder beziehungsweise ich konnte das mal. Du musst dich nur dran erinnern. Genau. Jetzt ist halt so die Frage, ob du mir von mir kannst. Also ich sag mal so, die Nöcker oder... Also wenn du es dir nicht so sehr mit dem Dougal verkackt hättest, ne? Der hat das mit mir verkackt. Hätte man den vielleicht auch, also nicht den, aber zumindest einen seiner Leute vielleicht mal fragen können. Aber so wird's natürlich schwierig. Ich meine, du könntest, oh Gott, wie ist er, Claudius? Den hier in das Internet. Ja, vielleicht mal fragen, ob der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Oder ob der... Das selber kann. Das vielleicht sogar selber kann. Das könnte man eventuell suchen, ja. Hast du seine Telefonnummer? Was hast du? Hast du seine Telefonnummer? Die hast du auch, die hat er uns gegeben. Echt? Und dann habe ich das vergessen. Ich durchsuche mein Handy nach Claudio. Ja, findest du. Ah, perfekt. Ja, dann kriegt er ganz fix eine E-Mail, so eine WhatsApp quasi. Du sage mal, ich möchte mir was bauen, vielleicht kannst du mir helfen. Wollen wir uns treffen? Ja. Schickst du. Ja. Kann ja sein, dass er vielleicht irgendwann antwortet. Ja. Tatsächlich wirst du innerhalb der nächsten 5 Minuten angerufen. Hm? Tatsächlich ruft er dich innerhalb der nächsten 5 Minuten an. Oh, Wahnsinn. Ja, moin moin. Fucking right. Hab nicht du, David. Okay. So, du möchtest was bauen. Das ist sehr spezifisch. Es ist ungefähr so spezifisch wie... Hier das Dings, das du gemacht hast. Kann das auch Bums? Ja, genau. Ich weiß. Aber ich wollte unsere Regeln nicht so weit dehnen. Naja, okay. Man weiß ja nie, wer so mit... Ja, meinetwegen. Dann versuch mal, deine Frage zu spezifizieren. Ich würde gerne etwas... Ich habe ein Geschenk aus dem Schloss erhalten. Und möchte das so weit absichern, dass ich damit in
in die Verkehrszentrale, in das Bürgeramt reingehen kann. Ja, das kann ich nicht. Weißt du denn, wer das kann? Es gibt ein paar Leute, aber die werden dir das garantiert nicht beibringen. Also die machen das vielleicht schon, aber nicht für einen Preis, den du bezahlen kannst. Ich hab's mir gedacht. Weißt du grob, wo ich sowas lernen kann? Ja, oder wie, das... wie gesagt, da gibt's verschiedene Adressen, aber... Was hast du denn anzubieten? Momentan noch nicht viel. Ja. Das ist halt immer das Schwierige daran. Es ist halt... Wir würden ja vielleicht auch ein paar Stichpunkte für die Bibliothek reichen, wenn man sich da was anguckt. Aber ich glaube nicht, dass ich das aus Büchern einfach lernen kann. Das wird auch nicht in Büchern stehen. Das ist ein eifersüchtig gehütetes Geheimnis. Ich hatte es befürchtet. Bisschen Monopolstellung. An den Höfen wirst du immer jemanden finden, wenn du mit irgendjemanden der Höfe gut zurechtkommst, sehr gut, und dort jemanden mit Einfluss kennst, meinetwegen, aber... Entschuldigung, David. Ah. Ja, also niemanden, ich hätte niemanden, also es gibt da aber nein. Aber? Na, die Frage ist doch eigentlich, wie viel Zeit willst du denn eigentlich investieren, dass ich dir diese freundliche Information gebe? Oder kriegst du Sophie dazu überredet, dass sie mir 5 Minuten ihrer Zeit schenkt? Im übertragenen Sinne, weil, hatten wir ja schon besprochen. Also im übertragenen Sinne nicht das Zeit, sondern sie schenkt dir quasi, also, nein, Moment. Sie leiht, nein, das ist auch kacke. Worte sind kacke! Ihr habt ein Date? Ihr quatscht ein paar Minuten, sowas? So, ich glaube, das ist das wörtlichst unverfänglichste, was es gibt. Hm. Würde dir das reichen? Naja. Aber. Ich dreh mich Leute, aber. Du kannst die Leute sowieso nicht bezahlen, David. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Ja, maybe. Warte mal kurz. Wow, warte mal, David, sag mal was. Hm? Was? Längerer Satz. Wieso? Warum? Was soll ich sagen? Ich wollte gerade sagen, ob du blöd bist, einen längeren Satz zu formulieren. Spastia, darum sagst du nichts. Glückwunsch? Glückwunsch zum, naja, Entmündeln. Danke. Das ich hab vergessen, jetzt, wie das heißt, aber pff. Hast du jetzt durch einen längeren Satz von dem, was ich... Ja, ich hatte so ein komisches Gefühl in der Magengrube. Naja, jetzt bin ich mir ganz sicher. Okay, das spürt man, ist interessant. Ja. Höchst. Ja, das ist dementsprechend, dann danke erstmal und wobei ich nicht so wirklich glücklich bin, dass es schon passiert ist. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen gerade vorsichtig, dir zu sagen, dass ich dir natürlich nichts irgendwie schenke, quasi, weißt du? Aber ich versuche mal mit Sophie zu sprechen. Ich lege ihn kurz an die Seite. Schätzchen, Schätzelein, meine liebste Mitbewohnerin. Schnuffi. Du sage mal, wie stehst du eigentlich zu einem netten Essen in einer netten Gesellschaft? Wenn du das schon so sagst. Beende erstmal dein Telefongespräch und dann reden wir darüber. Naja, er hätte gerne ein paar Minuten Zeit mit dir, um über Dinge zu reden, und dann würde er mir ein paar Namen nennen. Sag einfach ja. Gib mir mal das Telefon. Ich gebe dir das Telefon. Was willst du? Alles Gute! Das ist der Punkt, wo du dich bedankst. Komm schon. Ich bin höflich, sei auch höflich. Ich danke dir vielmals. Ich weiß nicht wofür, aber... Ist auch nicht so übertrieben. Okay. Also, du möchtest gern an einem kleinen Experiment teilnehmen. What kind of experiment? The kind of experiment that is totally safe. Also not including any food bars. Oh, nice joke. Ich
hab's schon mal gesagt, ich mach mit den Dingern nichts. Mhm. Ich jage mich ungern selbst in die Luft. Ja, vielleicht wirst du auch nur zu einem winzig kleinen Punkt zusammengedrückt. Oh, erquicklich. Quasi Claudius-Essenz. So, also was willst du jetzt von mir? Ich würde gerne erstmal wissen, was für eine Art von Experiment ich ja sage. Du kommst in mein Zimmerchen, wo ich forsche, legst alle Uhren ab, inklusive aller digitalen Uhren. Ich mache Dinge, du stehst 5 Minuten rum. Was für Dinge machst du? Ich forsche. Das Ding ist folgendes. Du stehst offenbar außerhalb Zeit, wie wir sie kennen. Zumindest außerhalb von Alterungsprozessen. Das heißt, wenn du jetzt... Teilchenbeschleuniger. Man schießt Teilchen aufeinander. Ja. Du wärst ein Teilchen und die Zeit wäre... Vermutlich kein Teilchen, aber darüber können wir uns ja gar nicht ganz sicher sein. Ich komme einfach vorbei und du erklärst mir das dann. Nein, das ist... Ganz bestimmt lasse ich niemanden in meine Wohnung, wenn das eine Enttäuschung wird. Also klären wir das jetzt. Ich beschieße dich mit Zeit. Und dann, was erhoffst du dir? Dass ich explodiere, implodiere oder... Ich erhoffe mir Erkenntnisgewinn. Ich weiß, das mag für eine Künstlerin sehr weit hergeholt sein, aber so funktioniert Wissenschaft nicht wirklich. Eigentlich braucht man eine Theorie. Aber es ist ziemlich schwer, eine Theorie aufzustellen bei einem einzigartigen Phänomen. Also gut. Okay, nein. Oh, nein, ich habe eine These. Meine These ist, du wirst nicht ex- oder implodieren. Und du wirst nicht altern. Hey, die gilt es ja erstmal zu begründen. Mein menschlicher Körper wird auch nicht sterben. Nein, natürlich nicht. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Also, ich bin noch nie gestorben. In dem Leben, als ich mit Zeit experimentiert. Und ich weiß nicht, ob ich in vorherigen Leben mit Zeit experimentiert habe. Jetzt bräuchte man Aufzeichnungen von sich selbst. Tja, wenn du sie mir bringen könntest, wäre das ganz toll. Ich kann ja mal in meiner zahlreichen Bibliothek nachgucken. Also, wie lange dauert das noch? Sind wir im Geschäft oder nicht? Im Geschäft sind wir nicht. Ich komme aber trotzdem gerne vorbei und helfe dir bei deinem Experiment. Nein, ich hasse Leute in meiner Wohnung. Die machen Dreck und Unruhe, bringen die Lüfte durcheinander. Wir haben ein Geschäft oder nicht? Wir klären das hier und jetzt. Ich nick dir ganz eifrig zu. Und ich bin fair, weil ich nämlich nicht so ein verdammter Vollidiot bin und sag dir dasselbe wie David. Ich kenne Namen, es wird nichts bringen, sie werden es ihm nicht sagen, er kann sie nicht bezahlen. Ich sag dir sogar noch was. Einfach, weil ich das alles jetzt so lange dauert. Der einzige, von dem ich je gehört habe, seitdem ich wieder hier bin, der dieses Wissen weitergegeben hat an einen Nicht-Nöcker, und trotzdem unter dem Schwur, dass er es wiederum niemals weitergeben darf, niemals, war irgendjemand am Hof der Baroness. Der Typ heißt... Ach, wie viele Leute kann der da schon haben, die Dinge für sie herstellen? Irgendeiner tut was, okay? Das ist der einzige, niemand gibt es weiter. Ist ja gut, ich bin neugierig genug, um mir bei deinem Experiment zu helfen, weil ich jetzt selber wissen will, was passiert, verdammt. Okay, bitte... Also, frühestens in einer Stunde. Ich wäre bisher dann nämlich noch beschäftigt mit Furiously Fapping. Have fun. No slut-shaming, by the way. Dann legt er auf. See you later, Alligator. Nennt er mir jetzt den Namen? Ja? Nennt er mir jetzt einen Namen? Keine Ahnung, ich frage ihn gleich, wenn ich ihn besuchen fahre. Das wäre es nicht. Dann kann ich nämlich das vielleicht von denen lernen und, yay, why not? Okay, auch wenn er mir gesagt hat, dass ich das wahrscheinlich niemals bezahlen könnte, was ich dann, aber ich habe einen Plan. Es war irgendwie von einem Schwur die Rede, dass er es niemals weitergibt und so. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich schwören muss. Das ist wahrscheinlich, dass man sowas
Dass ich das, nee, wenn nee, ich mal schon lehre. Dass der Typ das geschworen hat. Ja, dann kann er das ja nicht weiter schmecken. Keine Ahnung, aber er hat es halt auch nur gehört. Irgendwie am Hof der Baroness. Hm. Okay. Dazu habe ich eine Einladung. Wo ist ja nicht. Na dann. Da fügt sich, was ich fügen soll. Das stimmt. Finde ich übrigens cool mit dir und dass du mir das gefallen tust und so. Danke. Naja. Ich hoffe, er macht nicht irgendwas. Das klingt irgendwie gerade seltsam mit implodieren und explodieren. Ich hoffe, das ist nicht alles so gefährlich. Ich denke doch nicht. Okay, sehr gut. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Leben. Ja. Alle Orakel wieder tot. Oh. Ja, das ist ein kleiner Gino. Schön, dass Geas erfüllen, bitte. Geas kann David nicht erfüllen, es ist deins. Ach, stimmt. Er kann dir helfen und ihr könnt alles zusammen machen. Und alles, was dann an Ehre und so kommt, kommt auch über ihn, aber er kann es nicht erfüllen. Verdammte Axt. Ich mache mir mal langsam auf den Weg. Er hat zwar gesagt, ja. Nicht vor einer Stunde. Aber dann mache ich mal einen kleinen Umweg. Guck mal, was Barnaby so macht. Außerdem könntest du dir auf dem Weg ein neues Handy kaufen. Stimmt, ich könnte mir ein neues Handy kaufen. Und der faule Vogel fliegt endlich mal wieder. Der sitzt ja schon seit 2 Tagen hier drin. Sir William, it's time. Ihr macht euch auf den Weg. Kaufst dir ein Telefon. Du besuchst Barnaby. Sir William Van Eyck Fischer klaut einer Frau den Hut. Also es ist eher so eine Art Hütchen. Das ist Faschingsbekleidung. Ist ja auch unangemessen jetzt für die Zeit. Weil da so eine Silberfeder, so eine Alufeder drauf ist. Oder nicht Alu, sondern diese kleinen, diese Cocktailpalmen da, die bunten, ne? So von dem Stoff ist das. Und den klaut er ihr. Der Hut ist so Handteller groß. Er ist in ausreichender Entfernung, als dass du nicht von ihr irgendwie dumm angegangen wirst. Also ist nicht zuzuordnen. Außerdem muss William die dann bestimmt erstmal kurz wieder irgendwo in ein Versteck bringen. Und dann gehst du zu dem Typen. Mhm. Rund am Leipziger Turm. Also dort auf dieser ansteigenden Allee, nähe Bahnhof, sagt ihr was? Ja, sehr gut. Und dort sind ja sehr viele Altbauten, die zum Teil eher mäßig renoviert sind. Nicht so schlimm wie eure, aber nur mäßig. Er wohnt in einem solchen. Es riecht etwas nach Katze unten im Hausflur schon. Und ja, ansonsten sieht es halt aus wie eine normale Bude. Du klingelst oben. Und erstmal wird, also Hannah würde die Tür öffnen, die Nutria Puka wird dich schräg angucken. Hi. Sie wirft dir einen sehr skeptischen Blick zu. Cool, dass du da bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Na dann. Sie macht keine Anstalten, beiseite zu treten. Leider ist es so, dass Mama mir gesagt hat, ich soll keine fremden Frauen reinlassen. Aber Claudius wird dir bestimmt was anderes sagen. Claudius! Da steht ein Waifu vor der Tür! Eins bis zehn? 0 out of 10 would not fuck again! Stimmt. Ich komme. Sie wirft dir einen etwas missmutigen Blick zu. Dann lässt sie dich rein und geht in ihr Zimmer.
kommt dann angestiefelt. In einer Kleidung mit Jeans und irgendeinem T-Shirt mit einem Frosch drauf, der dir bestimmt nichts sagen wird, mit riesigen Augen und so rotfleischigen Lippen. Sehr gut. Er streckt die Zunge raus. Es ist eine sehr komische Fratze, irgendwann. Moin, so, rein, Tür zu. Sophie geht rein und schließt die Tür. Hier hast du deine Scheißliste. Danke. Gib dir einen kleinen Zettel. Mitkommen. Die steckt den Zettel in die Hosentasche und kommt mit. Okay, er bleibt von der Abstellkammer offenbar stehen. Die Tür ist noch geschlossen. Also, alle Uhren ab, Handys weg, alles weg. Einfach hier auf dem Boden, mega. Sie tut ihren Kram in eine Tasche, also in ihre, weiß ich nicht, in ihren kleinen Rucksack oder so, oder Tasche, was auch immer sie hat. Du widerstehst dem Drang, da drin irgendwie Sekunden zu zählen. Hä? Wenn dir das hilft, sing im Kopf ein Lied, irgendwas. Okay? Ja, okay. Zweitens, da drin werden Dinge passieren und in deinem Kopf werden Fragen auftauchen und diese Fragen werden alles ruinieren, weil ich werde sie dann hören und sie werden mir fürchterlich dumm vorkommen, weil sie vermutlich fürchterlich dumm sind, was ja aber okay ist. Denn das sind auch Fragen, die ich mir irgendwann mal gestellt habe und da werde ich mich erinnern, was ich für ein Lappen war. Ja. Dann ist gut, dann habe ich genug Ablenkung, kein Ding. Okay. Die erste Frage, die dir in den Kopf kommt, die wischst du weg und danach keine mehr. Okay? Was? Hä? Da drin werden Dinge passieren, du wirst dir Fragen stellen, weil du versuchst, einen Sinn zu erkennen. Es sind Fragen, die ich mir vermutlich irgendwann mal auch gestellt habe und das wird mich aufregen, weil ich feststelle, was für ein Vollidiot ich war. Ich möchte nicht deine Gedankenschwingung in meinem Kopf hören. Nichts gegen dich. Okay. Rein da. Sie nimmt ihren Block mit. Ach ja, meine Forschungsergebnisse werden nicht aufgezeichnet. Alles, was du zeichnest, kannst du danach schön zerreißen. Oder hier lassen. Okay. Beziehungsweise ich könnte es absegnen, aber das ist erstmal egal. Rein. Sie geht jetzt da rein, nimmt aber ihren Block mit und einen Bleistift. Einen recht von weichen. Innen. Entschuldigung, ja. Von innen ist die Abstellkammer so groß wie eine Abstellkammer. Du kannst aufrecht stehen, wenn du den Kopf etwas schief liegst. Es befinden sich Sanduhren an den Wänden, echte, bei denen der Sand nach oben läuft. Es befinden sich unheimlich viele Uhren, die natürlich die Zeiger in eine Richtung drehen. Es sind außerdem viel zu viele Zeiger an manchen Uhren. Manche der Uhren sind offenbar an... da ist der Scheiß ist gleich wieder. Die Dinger, die sich Pendel. Drehen. Nee, die Dinger, die Zahnräder. Sich... Zahnräder. Scheiße. Manche Uhren sind Zahnräder und bewegen damit andere Uhren, die wiederum die Zeiger von anderen Uhren bewegen. Es ist ungefähr so, wie du es dir vorstellst. Hast du, bevor er da reinkommt, noch vor irgendwas zu sagen da drin? Da drin? Ja. Nö. Okay. Was ist der erste Gedanke, wenn du reinkommst? Der erste Gedanke. Ja. Hm. Egal wie, ich sag mal jetzt banal, aber du weißt, was ich meine. Egal, ne, das Erste, was dir in den Sinn kommen könnte. Das allererste, was hier in den Sinn kommt, ist, was wird wohl passieren, wenn all das auf einmal stehen bleibt? Okay. Er geht rein, schließt die Tür und du denkst den Gedanken rückwärts. Dann atmest du übrigens rückwärts, aber nur einen Atemzug. Er fummelt an manchen der Uhren rum, hat einige andere seltsame, sehr fragile Geräte, mit denen er irgendwelche Sachen justiert und holt letzten Endes wie so eine kleine Käseglocke aus Glas, aus
aus dem Regal dort, die auf einem kleinen Silbertellerchen steht. Und dann blickt er dich nochmal an. Sie beginnt etwas zu zeichnen. Okay, du hast übrigens dafür echt wenig Platz. Also es ist eher eine grobe Skizze. Sie beginnt etwas aus der Fußballwelt zu malen. Ich wollte dich ja nicht in die Luft jagen, aber okay. Sollte keine Rolle spielen. Er nimmt die Käseglocke ab, greift in das Nichts darunter, formt mit einem anderen merkwürdigen Gerät, das aussieht, das ein bisschen was von dem Mini-Pömpel hat, irgendetwas zurecht, nimmt eine Gummiflitsche, das professionellste und feingliedrigste aller Nöcker-Werkzeuge, und beschießt sich damit. Okay, sie achtet gar nicht so sehr auf ihn, glaube ich. Die konzentriert sich jetzt auf dieses Bild. Was machst du denn aus der Nöcker-Welt? Aus der Dingswelt? Ich glaube, den Moment, an dem zwei dieser Fuba-Dinger zusammenstoßen. Okay. Ein leichtes Kribbeln durchfährt dich. Und ansonsten passiert halt nicht viel. Jedenfalls auch nicht viel, was du mitkriegen wirst. Du bist eher konzentriert auf dein Bild. Ja. Nach ein paar Minuten wird er enttäuscht grunzen, die Tür aufmachen. Ja. Du hast eine hübsche Taschenuhr, die lässt du erstmal im Rucksack und hält sich fern von anderen Uhren für so eine Stunde und dann. Er dreht sich um und geht in sein Zimmer. Du hörst schnelles Tastenklicken. Ja, hat ihm nur so halb zugehört. Mal ist erstmal zu Ende, sagst du. Das ist vernünftig. Bist fertig, irgendwann. Dann schnappt sie sich ihren Rucksack. Tut das Dings rein und geht einfach. Du gehst raus, schließt die Tür. Eine Frau kommt gerade beladen mit Einkäufen, die Treppe hoch. Und als du die Tür dann schließt, zu deren Wohnung fällt etwas von dir ab, was sich da wohl noch umgeben hatte. Und die Frau macht einerseits halt mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorn, aber der rechte Fuß bewegt sich rückwärts. So die Bewegung, die sie gerade halt vorwärts gemacht hat. Sie legt sich fürchterlich auf die Fresse. Sophie betrachtet das völlig fasziniert. Mandarinen liegen so halb zerquetscht auf dem Boden, die Milch ist ausgelaufen. Rettich überall im Treppenhaus. Tampons. Also die Schachtel ist nicht kaputt gegangen. Und sie hat echt Aua. Sophie dreht sich um und klopft nochmal an die Tür. Hannah würde wieder aufmachen. Leicht genervt. Cool! Kommst du nochmal? Claudius! Die Futa ist wieder da! Dann kommt Claudius nochmal an, ihr Stiefelt, missmutigst. Du hättest was mir denn sagen sollen, dass sowas passiert. Was denn? Na, wenn sich zwei Füße entgegengesetzt bewegen, willst du nicht erstmal reinkommen? Das ist schon ein bisschen witzig. Sie hat gerade völlig vergessen, dass die Frau da ja liegt. Er kommt aber rein. Hanna, hörst du mal bitte hier Frau Dings? Oh, gern, klar. Macht nichts Unanständiges. Dann geht sie lustvoll hinaus und wird das machen. Was willst du jetzt? Was ist da passiert? Kann ich jetzt nicht mehr durch die Gegend laufen, oder? Was ist denn da aber jetzt passiert? Na, ihr einer Fuß ging nach vorne, weil sie den nächsten Schritt machen wollte, während sich der andere irgendwie zeitlich zurückbewegt hat. Und sie hat sich auf die Fresse gelegt. Das ist ein langweiliger Effekt, den ich mir nicht erklären kann. Du willst wissen, ob du jetzt dich verpissen kannst, warte.
Er nimmt eine Stimmgabel, klopft damit gegen die Schläfe, geht mit dieser Stimmgabel zu einem kleinen Wecker, hält ihn dran, also die Stimmgabel daran, und es passiert nichts. Nee, du bist sauber. Okay. Na dann, tschüss. Aber war das nur ihr Bein? Arme waren gleich, ja? Waren die Arme gleich? Ja, ja. Hm. Mhm. Hm. Ja, ich bräuchte vermutlich ausgefeiltere Experimente für dich. Wenn du mal irgendwie wieder was brauchst, dann komm doch gerne wieder vorbei. Ich denke, wir können da was aushandeln. Ja, vielleicht. Hm. Auf jeden Fall. Und wenn ich dafür sorgen muss, dass ich was brauche. Danke für das Benutzen meiner App. Bis dann. Hm. Er ist wirklich der freundlichste aller Nöcker tatsächlich. Ja, sie geht. Komm doch bald wieder! Lügner, du hast es, Leute in deiner Wohnung zu haben. Das war Hannah. Du hast das aber vorhin auch gesagt. Du bist uns immer willkommen, Sophie. Hm. Okay, cool. Bis dann. Deine Empathie, ich meine, deine spielerische Empathie reicht? Oder soll ich was für dich würfeln? Dass er da keinen Bock drauf hat? Nein, es geht nicht um ihn. Ach so, um Hannah. Die will nicht, dass du bei ihm bist. Daddys spielerische Empathie reicht. Sophie wird das mitgekriegt haben, die hat Empathie 3. Mein Gott, die ist eifersüchtig. Ach so. Aber er ist zu alt für sie. Übrigens, jedenfalls nach menschlichen Maßstäben. Aha. Wer ist zu alt für wen? Claudius? Hannah ist 17 Hannah? Und Claudius ist Anfang 20. Nach menschlichen Maßstäben ist das ein Grenzfall. Hm, das stimmt. Aber wieso wohnt sie dann alleine mit ihm dort? Tja, was weiß ich. Mhm. Ja, sie geht trotzdem. Ist ja okay. Was ja alles, was du wolltest. Ja. Guckst du den Zettel an oder gibst du ihn einfach David? Ich guck ihn mir an. Okay. Da sind unheimlich viele Namen, die alle durchgestrichen sind und zwar so überschmadert, dass du keine davon mehr lesen kannst. Und unten steht dann, sorry, aber ich darf das gar nicht weitergeben. Hätte ich auch vorher dazu sagen können, aber irgendwie war es mir einfach zu wichtig. Okay. Sophie geht zu David, legt ihm diesen Zettel auf den Tisch. Viel Spaß damit. Du hast all die Namen bekommen, die ihm eingefallen sind. Und noch mehr. Das ist aber nett von ihm. Mhm. Er hat übrigens... Du bist weg, ja. Flumi. Man hat nur verstanden, er hat übrigens... Bin ich jetzt wieder da? Ja. Ja. Er hat übrigens, habe ich dir ja vorhin schon erzählt, irgendwas von jemandem erzählt, der im Hof der Baroness ist und das kann. Und zwar irgendwie gesagt hat, dass er es nicht weitergeben darf, aber es findet sich ja immer irgendein Weg. Ja, mal schauen. Also wenn ich dich verraten würde, würde die Baroness bestimmt mir helfen. Du mich verraten? Ja, mit Sicherheit. Was gibt's denn bei mir zu verraten? Keine Ahnung, aber sie schien mir so, als wenn sie dich nicht mögen. Mhm. Wenn ich quasi von dir abspüren würde, würde sie quasi bestimmt mir würde sie sagen, Studio, dafür tue ich dir was gefallen. Niemals! Freunde verraten tut man nicht. Nicht wahr? Stimmt. Ah, wir finden bestimmt einen Weg. Vielleicht. Ich bin ja eingeladen bei ihr. Ich bin eingeladen, zu ihrem Hof zu kommen. Also vielleicht kann ich da mal vielleicht mit dem Nöcker reden, den es da gibt. Du
könntest es probieren. Ich könnte das probieren. Aber bis dahin sollte ich auf jeden Fall Schmiedekünste auf jeden Fall erweitern, weil sonst mache ich mich bei dem Nöckern lächerlich. Das will ja niemand. Ich werde immer so unflätig. Ja, wenn ich schlechter schmieden kann als der Nöcker, dann kriege ich nur dumme Sprüche. Ich kriege sowieso nur dumme Sprüche, auch wenn ich besser schmieden könnte als er. Das stimmt. Und dementsprechend? Werde ich erstmal weiter trinken. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.